Jutschi, Leute! Willkommen zurück zu meinem Let's Replay Illusion of Time. Ich bin Polyseldi. Und wir gehen da rein. Ich werde hier auf dich warten. Bin ja gespannt. Absinort. Dies sind die Kreaturen, die vom Licht des Kometen berührt wurden. Sie wurden zu willenlosen Bestien, die nichts außer Hass und Vernichtung empfinden. Schaffst du es, sie binnen 20 Sekunden zu zerstören, belohne ich dich mit der Statue. Oh? Hör auf zu spielen, du Idiot! Du hast da Monster zu töten! Heil dir, Bezwinger der Bestien! Der Lohn sei deiner. Hier ist die Inka-Statue. Okay. Okay, es ist eigentlich eine recht leichte Aufgabe, aber ich werde immer nervös, wenn es um Zeit geht. Du hast die Inka-Statue B erhalten. Geht's noch langsamer? Hallo? Wehe, du wirst abgestürzt, Spiel. Rote Zahlen? Ja, rote Zahlen. Hallo? Ich, hab's. Kann ich noch mit dir reden? Okay, schon erledigt. Ja, damals hat man die Texte nicht so großartig geändert. Die Statue! Du bist fantastisch! Du hast nun beide Statuen. Zu den Inka-Ruinen? Ja! Du hast recht. Ich höre meinen Vater rufen. Die Flöte spricht wieder zu dir? Ich will nicht gegen die Dämonen kämpfen, aber um meinen Vater zu finden, werde ich alles tun. Du willst das nicht verstehen. Du hast deine Eltern nicht verloren. Was soll das denn jetzt werden, Will? Wo willst du es wissen, dass ihre Eltern nicht verloren sind? Ich meine, hast du ihre Eltern getroffen? Nein, also lasst mal diese Unterstellung. Typisch. Liste, Lili ist meiner Meinung. Ich verstehe, lass uns zu den Ruinen gehen. So zogen sie zu den Ruinen der Inkas. Warum habe ich Panik geschoben? Ganz einfach, Leute. Weil ich nämlich die... Naja, die dumpfe Befürchten habe, Jelle mich zu fehlen, weil, ihr kennt ja, Wofür-Effekt. Man will was vorführen und dann haut es nicht hin. Ich musste mal das nächste Mal bei Kara gucken, ob sie auch mit dem Kleid wackelt. Ruineingang. Hier ist der Eingang zu den Ruinen. Man sagt, dass hier das Rätsel der Inka-Legende verborgen ist. Die Alten erzählen von der Legende, als ich noch ein Kind war. Nach der Invasion beschlossen, die Inkas das Land zu verlassen, um eine neue Welt zu finden. Tja, Leute, mit Invasion ist wohl die Invasion der Spanier gemeint. Wird bloß hier im Spiel nie erwähnt, also... bisschen offen gelassen, also lose. So bauen sie denn ein riesiges Schiff und beluden es mit all ihren Reichtümern. Doch in den Notizen ist das Auslaufen des Schiffes nicht erwähnt. Oh, wenn sie die Notizen mitgenommen haben. Dennoch hat es das Schiff gegeben. Ja, okay, jetzt kann man sagen, woher willst du das wissen? Die ganze Sache wurde sehr geheim gehalten. Keiner sollte es erfahren. Und, ja, ich bin im wirklichen Spielverderber, aber wenn die Sache wirklich so geheim gehalten wurde, muss doch irgendwie doch bekannt geworden sein. Haben die etwa vielleicht ihre... hat da irgendwie der Tagebuch eines Priesters... Ich meine, hat jemand den Tagebuch eines Priesters gefunden, wo alles haarklein aufgeschrieben wird? Es hat sicher eine Bedeutung, dass du davon erfährst. Boah, hat mich gut erhalten. Lalala. Aber ich mag Lili, die ist cool. Hat der tolle Igel das auch nicht? Ja doch, er hat... Illusion of Time auch Let's Play und da hat er Lili eine merkwürdige Stimme gegeben, also sie klang warm gebügelt. Was ich ehrlich gesagt nicht so schön fand, aber hey, es war sein Let's Play.
werde ich jetzt nicht großartig das Maul zerreißen, nur anmerken und was ist los? Wo kommst du denn her? Wie konntest du? Okay. Wie konntest du? Du hast mich zurückgelassen! Schande mit dir! Oh Gott, wo kommst du denn her? Warum bist du hierher gekommen? Es ist gefährlich hier! Mutter hat mir von diesem Ort erzählt. So eine olle Quatschtante. Ich dachte, du hättest mich verlassen. Moment mal, seid ihr Emil verheiratet? Also komm mal wieder runter, Kara. Du hättest mir doch alles sagen sollen. Mädchen, wie lange kennt Will dich? Etwa ein Tag? Ich würde mal sagen, höchstens ein paar Stunden. Und da soll er wirklich, sag ich, Seelenstrippis vor ihm machen? Nach was sucht Will denn in den Ruinen? Ich kann doch hier nicht untätig rumsitzen. Du doch. Während Will sich in Gefahr begibt. Was kannst du denn schon großartig? Mädchen, du bringst ihn erst recht in Gefahr, weil er dann auf dich aufpassen muss. Ich werde hier auf Will warten. Ja, okay, das hört sich vernünftig an. Du bist sehr hartnäckig. Ich werde hier mit dir warten. Einverstanden? Ja. Auch noch verantwortungsbewusst, die Lilly. Das ist ein weiterer Pluspunkt. Will, ich erinnere mich an die Worte der Alten. Dort, wo die Geister nicht mehr atmen, dort um Larei Riff soll die Statue verharren. Der Wind dort unten am Riff wird dir weisen den Weg zum Schiff. Wo die Geister nicht mehr atmen, was könnte es wohl gemeint sein? Soll ich es verraten? Nö. Ich verrat's nicht. Hast du wenigstens gefragt, wonach du gesucht hast? Nein, die Möglichkeit, dich loszuwerden, habe ich nicht gewusst. Okay, sie sagt dasselbe, dann wollen wir mal. Oh Gott, ey. Am Leihriff weht ein fürchterlicher Wind. Offensichtlich haben die Alten damit den Atem der Geister gemeint. Okay, jetzt wisst ihr es. Der Wind ist damit gemeint. Dies ist das Riff, an dem ich keinen Wind. Dies ist das Riff, an dem ich keinen Wind spiele. Dies ist das Riff, an dem ich keinen Wind will. Da, was lese ich da? Ich überspringe! Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen Flüssigkeit zu mir nehmen. Das macht meine Zunge ein bisschen lockerer. Ich meine Wasser, Leute, kein Alkohol. Dies ist das Riff, an dem kein Wind weht. Ich spüre nur die Magie. Okay, dann wollen wir mal. Gucken mal. Schlammpackungen. Ach ja, die waren bei Terranigna sehr lästig. Weil man sie nur mit einer bestimmten Attacke angreifen. Wah, konnte! Will er mich dashen? Komm schon, Blink. Er muss schnell blinken. Dann klappt es. Also Leute, auf keinen Fall loslassen, wenn er nicht richtig blinken tut. Ich mag diese Dinger nicht. Sie sind... Eigentlich ist das recht einfach. Wow! Weil, wo direkt die Köpfe hinzeigen, da in die Richtung schießen sehe. Aber wenn man inzwischen Zeit beschäftigt ist, Monsterplatz mal so, diese Schleimbolzen hier, ach nee, das sind Schlammbolzen, keine Schleimbolzen, dann wird's ein bisschen schwierig. Bling, 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 ich bin ein atomisiertes Glühwürmchen. Ich bin der liebe Will. Ja, seht ihr, das war dumm. Deine Abwehr, wer hat sich erhöht? Willst du das nicht mal untersuchen, Junge? Nichts. Keine Schatzkiste. Hier ist auch nichts. Leute, Level sind eigentlich recht abwechslungsreich. Also gestaltet. Ach, Hallöchen, ich kenne euch doch. Ja, hey, yeah. Übrigens,
die Inka ist, also die Inka-Ruinen sind nicht die einzigen Ruinen, aber das habt ihr sicherlich schon gedacht. Okay. Da komme ich jetzt nicht hin. Wie wär's dann mit da oben gehen? Ich meine ja nur die... Oh, Hallöchen, Schlammi. Ich weiß ja, Schlampocken ist ja gut fürs Gesicht, aber so direkt ins Gesicht möchte ich die Scheiße doch nicht kriegen. Boah. Ach, macht er mal ein bisschen Moonwalk. No. Ihr seid nervig. Na gut. Schießt durch. Ach, noch mehr von euch? Komisch, es sind eigentlich eindeutige Fallen, aber sie werden als Gegner angezeigt. Na, wie viel gibt's denn noch von euch? Wow, schaut mal, da! Seht ihr? Man sieht richtig den Untergrund da. Na, das sah man schon bei Soul Blazer. Da fällt mir gerade ein, dass wir auch mal weiterspielen, aber da eine Aufnahme nicht hingehauen hat, muss ich wieder dahin spielen und das fördert nicht gerade die Motivation, wenn man wieder was nachspielen muss. Oh, Mann. Oh ja, Heilung ist gut. Energie hat sich erhöht, das freut mich. Und jetzt kann ich eigentlich immer wieder reingehen. Gefällt mir. Oh, was haben wir hier? Na, du hast einen diamantförmigen blauen Stein gefunden. Die Fahne hört sich zwar schön an, aber ist ziemlich lange. Muss man jetzt auch durch den Kakao ziehen. Hab ich da hier irgendwie ein spezielles Lieblingslevel habe? Naja. Eigentlich nicht so. Es hat wunderschöne Momente, also. So wie bei Tyranigma. Die wirklich jetzt einen berühren. Ein diamantförmiger Stein verlangt eine ebenso. Bitte was? Ein diamantförmiger Stein verlangt eine ebensolche Öffnung? Toll! Noch extra Wünsche, hä? Kommt da einfach. Der Stein versinkt in der Öffnung. Okay, ich muss es also. Nein, was passiert jetzt? Erdbeben? Nein. Die Platten fallen. Okay, sind wir hier wieder draußen? Ach du Schande, hier schon wieder. Ach, hör auf die Knöpfe zu. Ich müsste auch nachher mal wieder erstmal aufnehmen. Und ich scheue mich, weil es geht zum Endkampf. Wow, geil, ja, das wird. Obwohl, na, das wird noch wohl doch mindestens ein Part noch dauern, weil. Ich will mir solche Überlänge machen. Ja, mach trotzdem Überlänge. Ich hätte auch mal. Das war echt dumm. Ich meine, Illusion of Time ist echt einfach. Naja, sind zwei. Gehen wir als erstes hin nach. Da war ich schon hier. Wenn ja, dann bin ich echt. Doch, wir waren schon hier. Juhu! Yay, einmal rumgelaufen! Das ist der Rückweg. Na, wenn ich ihn einmal gelaufen bin, dann werde ich ihn auch sicherlich wiederfinden. Bestimmt. Ja. Bitte jetzt nicht husten. Scheiße, mein Hals ist. Oh, Wolken? Das ist mir nie aufgefallen. Sind wir auf uns zugestimmt? So macht man das. So, verstehst du?
komisch, das ist bisher mir nie aufgefallen, aber der Transparenzeffekt der Wolken sieht cool aus. Oder der Nebel. Oh. Wer liegt denn da rum? Aha, wenn sie also rückwärts gehen, dann wollen sie dashen. Ich bin der Einzige, der dashen darf, kapische? Aber da fällt mir jetzt ein Lieblingslevel, aber das verrate ich euch jetzt nicht. Was wolle? Ein Abenteurer, der nach dem Inka-Schiff suchte. Sein Leben endet in einer tödlichen Falle. In der Hand des Toten findest du ein Pergament, auf dem steht: Vater, pass auf dich auf! Ihr liebe Nana! Wenn du das Gold findest, hüte es gut, Sabas. Ja. Merkt euch die Namen, Leute. Ich will nicht zu viel verraten, aber... ihr werdet es schon sehen. Was für eine Falle hier eigentlich. Ich glaube, hier kann ich... Oder kann ich das hier zerstören? Ich kann die Dinge hier zerstören, wenn ich mich täusche. Ja. Bevor ich da weitergehe, will ich erstmal gucken, ob der irgendwas ist, weil ich glaube, das ist in der Sackgasse. Jupp. Ach, guck mal an. Da sind wieder unsere Kriegskollegen, nur diesmal in Grau. Macht richtig Spaß. Okay, das Aufladen dauert ein bisschen. Zum Glück kann Will auch rennen. Was ja ein gewisser Ness nicht kann. Aber da ist schon wieder ein Skelett. Aber damit habe ich ehrlich gesagt keine Probleme. Heilkräuter gefunden! Kann ich dich töten? Kann ich euch töten? Komm mal her. Tatsächlich, komm mal her! Komm mal her! Yay! Schicken leicht gemacht. Arschviech, komm mal her. Ach, sieh mal einen an! Dann wieder ein Portal! Wo war? Ah ja, ich kann hier runter. Hat ja viel was gebracht. Also wirklich, Leute, die Karte bringt überhaupt nichts. So wie bei Tyranigma das überhaupt nichts bringt. Hier runterspringen. Hier waren wir wohl noch nicht. Hier schon wieder. Wow, wie fies ist das denn? Wow. Ja, das war eine tolle Aktion. Ich renne da auch voll rein. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch! Ja, schon wieder? Wie viele von euch gibt's denn noch? Ich wollte schon sagen, blickt schneller, Will! Nur mal so! Ach, lieber warten. Ihr verschwindet doch? Komisch, das habe ich anders in Erinnerung gehabt. Oh. Sehen aus wie... sehen aus wie die Oma aus Nausicaa von... Ja, ich meine jetzt wirklich... von Nausicaa vom The Valley of the Wind. Ein schöner Ghibli-Film. Wow, ich habe Ghibli gesagt und nicht Ghibli. Ich kann wirklich jeden den Film empfehlen. Deine Stärke hat sich erhöht. ST. Mhm. Komm, wie sind wir hier? Wow, scheiße! Die gab's ja auch noch. Boah. Wenn ich die mal sehe, denke ich immer an dieses Spielzeug, die immer... Hm? Also, das Spielzeug Ende von Yps. Das war so... Oh! Pff, ach komm, das wird jetzt lästig.
Bewegung bleiben. Wow. Ach nö. Ach, jetzt gibt's das Viech auch noch. Oh ja, irgendwie schieb ich jetzt Panik. An den komme ich gar nicht ran. Schon wieder so einer. Ja, was konnte dieses Spielzeug aus Dübs? Nun ja, man pluppt es rum, legt es im Boden oder macht es einen riesigen Flupp und ist ziemlich hochgesprungen. Allerdings sollte man echt nicht sein Gesicht drüber halten, es sei denn, man steht darauf, ein blaues Auge zu kriegen. Na, wo kommt man hier raus? Aber da will ich noch nicht hin. Weil ich gehe schnell darüber. Vorausgesetzt, es geht. Aber ich glaube, das geht nicht. Nö. Tja, weil wie ich hier rüberkomme, Leute, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Replay Illusion of Time. See ya.